Herzlich willkommen zu den Disrespect News. Ich bin Fenno und ich lebe noch. Wir haben uns schon lange nicht mehr gehört, aber ich bin immer noch hier beschäftigt. Beginnen wir mit dem CLT. Die Bewertung zum Halbfinale Skyboy gegen Adrenalin wird am Sonntag 18 Uhr hochgeladen. Ebenfalls wurde ein Mammutmix für den 8.11. angekündigt. Und im Laufe der nächsten Wochen gibt es so gut wie wöchentlich Bonus-Battles. Damit kann das CLT eigentlich schon seine eigene Liga aufmachen. Die wird jetzt schon fast aktiver als das One-Battle. Im SCB kamen nun die nächsten Qualis. Während sich der Almaninator und Dr. Jesus recht auf einem guten Weg befinden, ziemlich deutlich ins Turnier gewählt zu werden, sieht es für Mummwerk noch etwas knapper aus und Empower und Peter der Finstere schlagen sich leider etwas hinten ab, was die Likes angeht, was bei der Leistung, die eigentlich gebracht wurde, recht schade ist. Im LRT wurden die Hinrunden zum Halbfinale hochgeladen. Des Weiteren werden im Laufe der nächsten Woche noch zwei Bonus-Battles erscheinen, Greydex gegen Double Glass und ETC gegen Zion. Kommen wir zum RPB. Ein sehr vielversprechendes Turnier, das die erste Staffel sehr gut abgeschlossen hat. Nun kommen wir direkt schon zur zweiten Staffel und die ersten Qualifikationen wurden schon hochgeladen. Ich verlinke euch einfach mal aus Spaß die Qualifikation von Corpus Delicti, schaut definitiv mal vorbei. Im NHR wurde das Drittel ausgelost. Wir haben Kelvin gegen Pingu, Guten Morgen gegen D-Nice und Hinz und Kunz gegen Angemoppelt. Das Battle Angemoppelt gegen Hinz und Kunz ist diese Woche unser Battle für die Abstimmung. Also schaut in die Kommentare und liked den Kommentar hoch von dem Team oder der Person, die ihr besser findet. Erstmal drei Morgens dann den Angemoppelt hinterher. Der wurde doch damals sogar von den Lehrern in den Spind gesperrt. Für uns wird's nicht schwer, denn ich hab Bock wie ein Champ. Für uns geht's ins Finale, für dich wieder ins Pfadfinder-Camp. Warum du dir Mess ins Team holst, hab ich echt nicht gerafft. Denn mit nem Manker macht man sicher keine Eisscholle platt. Und deine abgehobene Art ist ja mal so dermaßen kacke. Heb weiter ab und du stehst dich noch ran nach Bordsteinkante. Pickst du die Beats von einer echten CD oder ziehst du diese Scheiße noch von fatweb.de? Geht krank, Motherfucker, geht krank. Wenn ich alte Beats hören will, dann hör ich Lil Jon. Und die Mangos will prickeln und Herpes, das war ja schon etwas fies. Während du mit dem Ausschlag an deiner Stirn da grad Rotkäppchen spielst. Wobei ich auch nicht glaube, dass dein Text dir wem gefällt. Denn die Pickelein von dir war ja noch älter als Mace. Letzte Woche zur Abstimmung stand das Diltily Onbeat Battle Falk gegen Karanova. Das konnte Falk mit 20-3 für sich entscheiden und das ist, nehme ich mal an, eins der deutlichsten Ergebnisse, die wir bis jetzt hatten. Im VRT wurde das Viertelfinale nun bewertet und die Halbfinalpaarungen stehen fest. Old Joe gegen Minus 1 und Sam Smoke gegen Team Solo-Teilnahme. Ebenfalls sind nun die Viertelfinalpaarungen von der Punchline Area bekannt. Romantic gegen die Time Boys, Kreezy gegen ETC, Sena gegen Vertigo und Hazen gegen Daze. Ich weiß nicht, ob ich noch irgendwas vergessen habe, sonst schreibt mir in die Kommentare, was ich vergessen habe oder einfach den Satz, was ich vergessen habe. Wenn ihr über Rap labern wollt oder einfach Seelsorge braucht, dann kommt auf den Disrespect Discord, bestätigt die Regeln, weil sonst könnt ihr gar nichts sehen und schreibt ein bisschen mit. Da gibt es ein paar fetzige Diskussionen, die aber unnötig genug sind, dass man einfach mittendrin abhauen kann, ohne dass es irgendjemanden stört. Vielen Dank fürs Zuhören, damit kommen wir zur Runde der Woche. Das war eine schöne Runde, aber die Redaktion sagt mir, dass das nicht als Runde der Woche durchgehen wird. Kommen wir also erstmal zu unserem Moment der Woche. Das ist Mimetik gegen Angemoppelt. Angemoppelt, angemoppelt. Du Popel, du Goblin. Du Kobold, du Trottel. Kommst verzottelt angehoppelt. Angemoppelt, angemoppelt, angemoppelt. Das ist eine so fantastische Runde, dass ich mich jedes Mal beim Anhören einfach nur freue. Kommen wir jetzt zur echten Runde der Woche. Kids. Dein Nase klärt sich braun und blickt weg, weiß nicht wie das geht. Tag Rückrunden heißen, Lemon wird den Matchpunkt machen. Ich zieh die Aussage zurück, Asa drückt den Friends und Button. Yo, ihr peinlichen Affen, versucht